Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen und Monaten eigentlich immer wieder Nachfragen bekommen, wann es denn mal wieder ein Update zu meinem Van gibt. Und heute ist es soweit. Der Van ist fast fertig. Ich würde sagen, 95% ist fertig. Es sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die man machen muss, aber grundsätzlich ist er fertig. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch mal so eine richtig ausführliche Roomtour quasi durch den Van haben, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich zeige euch heute erstmal die ganzen Updates, die es so an diesem wundervollen Schmuckstück gibt. Let's go! Fangen wir mal mit dem Außenbereich an. Der ganze Van ist einmal foliert worden. Der Van war ja schon vorher grün, habt ihr ja vielleicht in den ersten Videos gesehen. Ich habe jetzt aber eine neue Folie drauf machen lassen. Hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen optische Gründe. Ich wollte ganz gerne so ein bisschen einen matteren Ton haben. Und das andere war natürlich auch, dass ich den Lack schützen wollte. Gerade wenn ich mal durchs Gelände fahre, wo auch mal ein paar Steine hochfliegen können oder so, dann kann ich den Lack hier wirklich komplett schützen. Und so eine Folie ist genau das Richtige dafür. Außerdem konnte ich so auch mein eigenes Design hier noch mit drauf packen. Denn wir haben jetzt hier natürlich auch mein Logo und mein gesamtes Layout hier mit drauf für den Landscape Hunter Van. Das heißt, so das typische Berge, Bäume und auch das Landscape Hunter Logo natürlich. Hier unten, alles Schwarze, ist einmal mit Raptor-Lack versehen. Dort haben wir wirklich alles geraptort. Auch wieder, um natürlich so ein bisschen Schutz aufzubringen, aber grundsätzlich natürlich auch wegen der Optik, weil es dann einfach cool aussieht, weil das Ganze dem so ein bisschen mehr Geländefeeling noch gibt und ein bisschen bösartiger aussieht. Wenn wir schon bei dem Thema Optik sind, dann möchte ich natürlich auch noch mal was zu den Reifen sagen, denn das sind hier noch die Standardreifen, die von VW hier mit drauf sind, genauso wie die Felgen auch. Das ist natürlich noch so eine optische Sache, die noch nicht hundertprozentig zum Rest passt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment ein bisschen geizig bin und schon so viel Geld in diesen Van investiert habe und jetzt einfach gerade mal so ein bisschen Pause sein muss. Aber irgendwann, wenn diese Reifen runtergefahren sind, dann werde ich da auch nochmal schöne neue Felgen kaufen, die vielleicht auch ein bisschen aggressiver aussehen. Mit schönen BF Goodrich Reifen zum Beispiel. Oder wenn ihr noch andere Reifen kennt, die auch fürs Gelände gut funktionieren und auf der Autobahn, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Jetzt sind wir nochmal hinten am Auto und auch hier wieder mit dem Raptor-Lack natürlich das VW-Logo so gemacht, dass es schön aussieht. Ich hatte keinen Bock auf diesen ganzen Chrom und so weiter, auf diesen Chrom-Look. Deswegen habe ich das alles hier in schwarzem Raptor-Lack gemacht und ansonsten auch alles matt. Ja, also das sieht deutlich besser aus. Wir haben hinten auch getönte Scheiben, wobei natürlich getönte Scheiben immer nur am Tag was bringen. Wenn ich jetzt in der Nacht irgendwo stehe und theoretisch drin Licht anhabe, dann helfen mir auch keine getönten Scheiben mehr, dann kann man trotzdem reingucken. Deswegen, und das habe ich jetzt tatsächlich bei allen Fenstern auch oder für alle Fenster, habe ich mir hier solche Sunblocker geholt. Die funktionieren auf zwei Arten oder sind für zwei Sachen eigentlich gedacht. Zum einen natürlich, dass man nicht mehr reingucken kann, aber zum anderen haben die auch eine sehr schön isolierende Wirkung. Das Fenster ist ja eigentlich das, was am wenigsten isoliert ist. Alles andere in dem Van ist super isoliert und selbst jetzt bei sehr warmen Tagen wird es da drin nicht super heiß und an kalten Tagen wird es da drin auch nicht super kalt. Aber die Fenster sind natürlich absolute Kältebrücken. Und deswegen sind hier an dieser Stelle einfach, die sind auch magnetisch, das heißt, ich kann die hier einfach wieder so dran packen. Hält noch gut über den Filz drüber, trotzdem ist es magnetisch genug, dass wir hier auch das Ganze dann mit der Karosserie verbinden können quasi. Und die sind super, super, einmal zur Isolation und einmal zur Blockade durch Blicke von außen. Ansonsten, wenn wir jetzt schon hier hinten sind, dann mache ich einmal komplett auf. Können wir uns mal die Heckgarage angucken. Wenn wir jetzt hier einmal zentral drauf gucken. Hier habe ich einmal mir einen Auszug eingebaut, damit ich hier alles, was in der Heckgarage ist, auch gut erreichen kann. Ich arbeite hier ganz normal mit diesen Euro-Kisten. Ja. Hier habe ich zum Beispiel jetzt meinen Werkzeugkoffer drin, falls ich mal irgendwas unterwegs reparieren muss. Darunter habe ich jetzt eine Kiste, da sind alle möglichen Sachen von mir drin, wie Wanderschuhe, Regenklamotten, ein Zelt, ein Schlafsack, nochmal eine Decke, die man nutzen kann, wenn man irgendwo mal draußen unterwegs ist. Also solche Sachen sind halt richtig gut. Hier ist mein Kamerarucksack drin. Den kann ich also auch immer super schnell und einfach erreichen. Ja, und so kann man sich jetzt hier hinten diesen Stauraum schön zusammenbauen, wie man möchte. Normalerweise würde jetzt hier noch mein Stativ liegen. Das ist aber gerade an der Kamera mit dran. Hinten dran habe ich hier dann auch noch ein paar Campingstühle, die ich rausholen kann, wenn wir mal irgendwo sind, wo man wirklich auch ein bisschen das Camping-Feeling ausleben kann. Normalerweise stehe ich ja eher so, dass man jetzt nicht unbedingt Campingstühle rausholt oder irgendwas Richtung Campen macht, sondern ich stehe halt irgendwo am Straßenrand und schlafe da mal ein paar Stunden.
hier auf der Seite. Hier ist jetzt mein komplettes Stromsetup drunter. Hier habe ich insgesamt drei Batterien, jeweils mit 100 Amperestunden. Die sind da unten. Hier haben wir unseren Wechselrichter noch. Habe ich machen lassen, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt nicht der Stromexperte. Das ist ein Setup, was ich mir zusammengebaut habe. Aber wir haben oben auf dem Dach auch nochmal 280 Watt Solarpaneele drauf. Das heißt insgesamt 360 Watt Solar, was auch noch wieder die Batterien lädt. Wir können beim Fahren laden und natürlich auch von außen die normale Steckdose nutzen und damit auch wieder laden. Aber ich muss wirklich sagen, ich kann komplett autark mit dem Van unterwegs sein. Ich muss nie auf dem Campingplatz fahren, sondern durch die Solarenergie und durch das Fahren laden die Akkus immer so nach, dass ich tatsächlich bisher wirklich 2,5 Wochen am Stück unterwegs sein konnte, ohne einmal am Campingplatz ranfahren zu müssen. Das war schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Und an dieser Stelle möchte ich auch den heutigen Sponsor des Videos nochmal hier ansprechen, und das ist Anker. Ich habe ja schon in den letzten Videos einmal das Anker Powerhouse 767 vorgestellt, und darum soll es heute nochmal gehen. Wenn du selber vielleicht auch schon einen Campervan hast, der aber noch nicht fertig ausgebaut ist, oder du hast einfach einen normalen PKW, möchtest aber trotzdem stromunabhängig sein und richtig viel Power haben, weil du zum Beispiel viel mit deinem Laptop unterwegs arbeiten musst, weil du deine Kamera-Akkus laden möchtest und so weiter, dann ist dieses Powerhouse genau das Richtige für dich. Und noch viel besser ist eigentlich, dass ich mit Solarenergie das Ganze auch direkt wieder aufladen kann. Das heißt, ich kann damit wirklich komplett autark unterwegs sein. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mit dem Powerhouse hier auch entsprechend mit Ambient Light zu arbeiten. Das heißt, wenn du das irgendwo an den Zeltplatz stellst oder so in die Mitte und alle können sich Strom zapfen, hast du hier auch die Möglichkeit, noch mit Licht ein bisschen zu arbeiten. Ich habe hier insgesamt drei 230 Volt Steckdosen, ich habe drei USB-C Steckdosen, ich habe zwei normale USB Steckdosen, ich habe zwei 12 Volt Auto Steckdosen. Also ich habe wirklich unendlich viele Möglichkeiten, da Sachen dran anzuschließen, und das Ding hat so viel Power, dass ich da theoretisch auch eine Kühlbox, eine Mikrowelle oder auch einen Föhn anschließen kann. Wenn du das ganze Ding über normalen Strom aufladen möchtest, dann kannst du innerhalb von einer Stunde auch wieder auf 80% aufladen. Das heißt, es geht auch wirklich super, super schnell. Wir haben ja auch super tolle und haltbare Räder hinten dran. Das heißt, du kannst das Ding auch hinter dir herziehen, weil es natürlich relativ schwer und groß ist. Das ganze Design ist so gebaut, dass es auch kleinere Stöße verträgt, dass es theoretisch auch mal aus einer geringen Höhe fallen kann, ohne dass da was passiert. Und ich habe auch die Möglichkeit, über die Smart App zu arbeiten, über mein Smartphone, und das ganze Ding damit dann fernzusteuern. Wenn du also auch Bock darauf hast, in der Natur zu arbeiten und viel Strom brauchst, dann schau dir auf jeden Fall mal das Anker Powerhouse 767 an. Wie gesagt, alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Und ansonsten habe ich hier hinten drin auch nur noch meinen Warmwasserboiler mit der Standheizung, die den Warmwasserboiler erhitzt, beziehungsweise das Wasser da drin, damit ich auch innen drin dann schön warm duschen kann. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Okay, dann schauen wir mal wirklich ins Innere rein. Hier siehst du auch, das hatten wir jetzt hinten auch schon, ich arbeite hier auch mit Fliegengittern. Das heißt, wenn die Tür offen ist, dann kann ich das Ganze hier auch wirklich komplett zumachen, damit man dann auch wirklich mit offenen Türen irgendwo stehen kann, ohne dass Mücken reinkommen, was auch immer. Herzlich willkommen innerhalb des Vans. Hier habe ich die meiste Zeit der letzten 1,5 Jahre damit verbracht, wirklich alles auszubauen. Ganz besonders stolz bin ich einmal hier auf den Küchenblock, auf die Küchenzeile, weil wir hier als erstes uns Gedanken gemacht haben, dass ich eigentlich gar kein Gas im Campervan haben möchte. Bedeutet, ich wollte auch nicht mit Gas kochen. Und deswegen habe ich nach einer Induktionskochplatte für Campervans gesucht. Ja, ich habe nur ein Kochfeld, das muss man sagen, aber es reicht für mich vollkommen aus. Neben dem Kochfeld hier habe ich auf der anderen Seite hier noch meinen Wasserhahn mit Waschbecken, ja, wo ich halt auch ganz easy mir Wasser ziehen kann, was aus dem Wassertank da unten kommt. So, und dann können wir jetzt hier mal nach unten gucken. Hier haben wir die erste Tür, Mülleimer auf der Seite. Müllbeutel sind da unten noch drin, Handfeger und so weiter. Also das übliche Haushaltskram, muss ich euch gar nicht großartig weiter zeigen. Und dann haben wir hier insgesamt 6 Schubladen. Die oberen Schubladen, das ist jetzt hier so eine Schublade, da habe ich Spülmittel drin, Putzlappen nochmal, Feuerzeug, Wäscheklammern, damit man Wäsche aufhängen kann. Auf der anderen Seite hier habe ich Besteck, ganz normal, halt alles eingeteilt, Messer, Gabel, Löffel, Schere, Dosenöffner, ganz, ganz wichtig für mich, zeige ich euch gleich noch warum. Gurkenschäler ist mit dabei, scharfe Messer und so weiter und so fort. Darunter in der Schublade habe ich ja, mir normales Campinggeschirr halt geholt, normale Teller, Suppenteller oder hier auch solche Schüsseln für Cornflakes und so weiter, normale Gläser
Naja, Gläser sind es nicht. Es sind Plastikgläser, aber sie sehen aus wie Gläser. Hier unten drunter habe ich Kochtöpfe, Schneidebretter, Suppenkellen, so den üblichen Kram, den man halt irgendwie in einer Küche hat. Und jetzt haben wir hier auf der Seite natürlich noch die Sachen fürs Essen. Ist jetzt nicht ganz so voll. Hier haben wir Brot, ein paar Kelloggs fürs Frühstück, Gewürze habe ich hier drin. Und hier drunter haben wir auf einmal hier, deswegen brauche ich den Dosenöffner, weil Maggi Ravioli, wichtigstes Nahrungsmittel überhaupt, kann ich euch nur empfehlen. Aber Maggi Ravioli, normale Nudeln, Kartoffelbrei, Reis habe ich hier drin. Jetzt gucken wir hier hinter mich. Hier habe ich meinen Kühlschrank. Auch ein sehr, sehr cooler, großer Kühlschrank. Ich wollte nicht so einen Mini-Kühlschrank haben, ich wollte schon ein bisschen mehr Platz haben im Kühlschrank. Den kann man theoretisch auch in beide Richtungen aufmachen. Ich mache ihn jetzt immer so rum auf. Da habe ich dann auch nochmal frisches Gemüse drin, Tomaten, Gurken und so weiter. Und natürlich auch ein paar Getränke zum Kühlen. Über dem Ganzen hier hinten ist mein Bett. Können ganz entspannt zwei Leute drin pennen. Ich habe das Ganze quer gemacht. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, oh, quer in einem Van schlafen ist ja relativ eng. Ja, und genau deswegen habe ich mir hier diese Longsleeper-Ohren gekauft und eingebaut. Haben wir außen in die Karosserie reingeschnitten. Und dadurch habe ich auf jeder Seite nochmal 12 bis 13 cm Platz gewonnen tatsächlich. Und das geht jetzt also nicht nur bis hier, sondern es geht hier noch 10 cm einfach rein. Und genauso auf der anderen Seite auch. Und dadurch habe ich 1,90 Meter ungefähr, wo ich liegen kann. Ich bin selbst 1,81 groß. Also ich habe auf jeden Fall genug Platz. Und deswegen bin ich damit auch sehr zufrieden. Hier ist es natürlich ziemlich hoch zum Einsteigen. Deswegen habe ich mir hier auch nochmal eine kleine Schublade reingebaut. Und wenn ich jetzt wollte, ich bin ja schon ein bisschen älter, kann ich hier einfach mich ganz entspannt draufsetzen. Rechts und links habe ich hier noch entsprechend mehr Hängeschränke eingebaut. Hier ganz entspannt meine ganzen Klamotten drin zum Wandern und so weiter. Das sind jetzt vor allem Funktionsklamotten, die ich hier drin habe. Und natürlich hier auch noch normale T-Shirts, Unterwäsche und so weiter. Das sind eigentlich alles oder viermal der gleiche Hängeschrank. Und dann habe ich hier auf der Seite noch auch noch ein paar Schränke. Hier oben, und es ist jetzt so ein bisschen spezieller für Fotografen, habe ich mir auch noch mal ein paar Steckdosen und so weiter reingebaut. Da habe ich jetzt hier die Möglichkeit, meinen Kameraakku zu laden. Ich kann hier die Drohnenakkus laden. Hier drunter, ja, ist jetzt, da sind jetzt so Sachen wie die Drohne zum Beispiel drin, noch Mikrofone und so weiter. Wenn ich dann wirklich unterwegs damit bin, dann ist da auch zum Beispiel noch mein Podcast-Equipment drin, also die Mikrofone fürs Podcast aufnehmen und so weiter. Und hier ganz unten habe ich auch noch mal ein Fach. Hier habe ich zum Beispiel, und das ist richtig cool, mir so einen Handstaubsauger gekauft. So, und daneben, und darauf bin ich jetzt wieder sehr, sehr stolz, weil wir es geschafft haben, in einem 6 Meter langen Van hier tatsächlich ein Badezimmer mit einzubauen. Also hier haben wir eine vollwertige Dusche drin. Die ist von den Maßen her, ich glaube, 65 x 65 cm. Also jetzt nicht sonderlich groß, aber es reicht vollkommen aus. Also ich kann mich da drin ganz normal drin duschen. Voll funktionsfähiger Duschkopf. Hier auf der anderen Seite habe ich mir noch ein bisschen was zum Handtücher aufhängen hingehangen und so weiter. Und wenn du dich jetzt noch fragst, ja okay, kannst du jetzt eigentlich die Tür zumachen? Ja, kann ich. Da habe ich mir so eine schöne Schiebetür eingebaut. Und wenn ich dann dusche, ganz entspannt, funktioniert das. Ach so, Licht haben wir natürlich auch. Kann ich einzeln einmal hier im Bad anmachen oder aber auch hier oben. Dann habe ich hier auch entsprechend genug Licht im Van drin. Und wir haben natürlich ganz hier vorne noch die Möglichkeit, uns entspannt hier an den Tisch zu setzen. Kann ich einmal hier auf der Seite machen oder ich kann aber auch hier vorne ganz entspannt die Fahrersitze drehen und habe also die Möglichkeit, auch auf beiden Seiten hier an den Tisch zu sitzen. Ich kann auch theoretisch den noch umdrehen, können den Tisch noch ein bisschen weiter nach vorne packen und dann kann man hier ganz entspannt sich gegenüber sitzen und entsprechend essen. Mega! So viel also erstmal zu dem Überblick über meinen jetzigen Van, wie der Stand jetzt ist. Wie gesagt, wenn du dir eine komplette Roomtour wünschst mit allen Details zu allen Spezifikationen des Vans, schreib es mal unten in die Kommentare rein, dann werde ich das in den kommenden Wochen oder Monaten machen, weil dann ist er auch wirklich zu 100% fertig. So ein paar Kleinigkeiten fehlen, wie gesagt, noch. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast und aktiviere auch die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und falls du jemanden kennst, der dieses Video sehen sollte, dann auf jeden Fall auch mit ihm teilen. Danke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.